für die letzten Minuten, genau. Wie, ich kann mich daran erinnern, Matthias Sammer hat zu mir gesagt, David, ich bringe dich lieber 30 Minuten, als wenn du 90 Minuten spielst, weil in 30 Minuten machst du viel mehr, als wenn du 90 Minuten spielst. Ja, das ist für mich eine Legende. Wo ich nach Dortmund gewechselt bin, war Klos im Tor und er war auch nicht der Größte, hat aber Dinge rausgeholt, die ich immer noch vor Augen habe und deswegen ist er für mich immer noch die Nummer 1 und deswegen habe ich Klos gewählt. Stefan Reuter natürlich ist immer noch ein Freund von mir. In meiner Jugendzeit habe ich vor ihm gespielt, das war für mich eigentlich perfekt. Er konnte mich hinten absichern, war schnell genug, konnte hinterlaufen. Also wir haben uns auf der Seite gut verstanden und deswegen habe ich Stefan Reuter gewählt. Christian Mörns war mein Partner in der Kabine, haben auch viel miteinander gelacht, haben auch viel Blödsinn geredet und er war einfach professionell auf dem Platz wie auch außerhalb und ich mag ihn trotzdem. Wo ich 17 wurde, hatte ich mein erstes Training bei Borussia Dortmund und wenn man so eine Kante wie César gesehen hat, der wirklich jeden weggehauen hat, der jeden Zweikampf gewonnen hat, dann ist das schon einmalig, so einen Innenverteidiger in seiner Mannschaft zu haben und deswegen habe ich César gewählt. Über DD brauchen wir nicht sprechen, das ist eine Legende. Im Training, die Zweikämpfe waren hart genug, er hat einen geilen linken Fuß, hat eine geile Körpersprache, versucht jedes Mal Vollgas zu geben, egal ob du mit ihm spielst oder gegen ihn. Und ich mag ihn sehr und bin froh, dass ich nicht mehr gegen ihn spielen muss. Fringsa, ja, Fringsa ist, sage ich jetzt mal, so ein kleiner Pitbull, der wirklich die Gegenspieler zerstört, der auch gute, geniale Pässe reinspielt in eine Spitze. Ich kann mich noch daran erinnern, mein Spiel gegen Rostock, wo ich eingewechselt wurde, hatte mir die Vorlage gegeben zum, glaube ich, 4-1 und deswegen habe ich ihn gewählt. Ja, mit Nuri habe ich wirklich sehr, sehr lange zusammengespielt, habe auch sehr, sehr lange war ich mit ihm auf dem Zimmer und er ist ein genialer Fußballer, hat ein super Auge, ist sehr bodenständig geblieben, ja und verstehe mich heute noch mit ihm, wenn ich ihn sehe, lachen wir, freuen wir uns, dass wir uns sehen und für mich ist er neben Thorsten Frings der richtige Partner, der eine zerstört die Spieler und der andere verteilt die Bälle und das ist Nuri Sahin. Ja, Willi ist, sage ich jetzt mal, auf der rechten oder linken Seite, das ist ja am Ende egal, der kann beide Seiten bespielen, sage ich jetzt mal, eine Vollrakete, der wirklich eine gute Schnelligkeit hat, der, sage ich jetzt mal, seine Haken im Training auch gemacht hat und ich war wirklich begeistert von ihm, wo ich zu den Profis gegangen bin und bin immer froh, sage ich jetzt mal, wenn ich mit ihm zusammenspiele, weil man auf der rechten wie auf der linken Seite zwei schnelle Spieler hat, die man schicken kann. Und das ist Willi Werner. Für mich der beste Zehner, den ich je in meiner Mannschaft hatte. Der geniale Bälle spielt mit Außenriss, wie auch Innenseite, mit Vollspann. Auch mal im Training auch mal einen umhaut, der positiv trotzdem bleibt. Und den einen oder anderen Ball hat er mir mal durchgesteckt, wo ich das Tor gegen Nürnberg gemacht habe. Und wie gesagt, besseren Zehner findet man nicht. Genau, Everton habe ich auf der linken Seite aufgestellt, weil er sehr flexibel ist. Er kann vorne spielen, er kann auf der linken Seite spielen und er ist einfach, sage ich jetzt mal, torgeil. Er, im Training, egal wo der Trainer ihn aufgestellt hat, Sammer, hat er gesagt, alles klar, okay, ich mache trotzdem meine Tore. Und menschlich wie auch sportlich ist er für mich ein Top-Junge und deswegen habe ich ihn auf der linken Seite aufgestellt, weil er auch fallschnell ist und ich komme so über die Außen. Für mich war es natürlich genial, so einen 2,2 Meter großen Mann im Zentrum zu haben, der wirklich jeden Ball erkämpft, der jeden Kopfball gewinnt, der die Bälle festmacht. Und wer Schuhgröße 50 hat, der haut jeden Ball rein. Und das ist Jan Koller, der gibt nie auf und haut sich in jeden Ball rein. Und das ist das Schöne.